Hallihallo, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Mein Name ist Patrick und ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal. Wenn du neu dabei bist, dann vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Kannst gerne ein Abo dalassen, falls dir das gefallen wird. Und einen Daumen hoch am Ende, wenn ja, der Content für dich was war. Also, wie immer, jede Woche gibt es bei mir ein Einkommen-Kaufen-Update. Was heißt das? Einkommen kaufen ist einfach, das Geld, was ich investiere, bringt mir ein Einkommen und ich kaufe sozusagen Einkommen damit. Ja? Und es gab wieder die Sparpläne, KW02, das war die Woche, jetzt weiß ich gar nicht, selber muss ich schauen, das waren die Sparpläne bei der Consorsbank, genau. Und es gab noch zwei Käufe über Trading212. Also, wir gehen direkt rein, ihr seht mich unten links und dann wie immer links oben die Tabelle und rechts die Grafik für euch zum Visualisieren. Also, wir starten mit der Consorsbank mit Baidu 25 Euro, 0,12 Anteile gekauft. Jetzt haben wir 0,715, bringt keine Dividende, ist ein Wachstumswert. Weiter ging es mit BAT, British American Tobacco, 50 Euro investiert, 1,556 Anteile, 12,9868 haben wir. 3,61 € soll das bringen. Das ist immer per annum brutto. Ihr seht es, brutto. Dann ging es weiter mit BYD, 25 Euro investiert, 0,953 Anteile, jetzt haben wir 17,677. Das ist eigentlich auch ein Wachstumswert. Es gibt eine Pseudo-Dividende von einem Cent pro Anteil. Gut, nehmen wir mit. Sind dann 17 Cent auch in diesem Jahr sozusagen, kann man sagen. Aber whatever, forget it. Dann ging es weiter mit JD.com, 25 Euro, 0,329 Anteile, 1,746 haben wir. Wieder ein Wachstumswert, keine Dividenden. Omega Healthcare, 50 Euro, 1,648 Anteile gekauft, 18,015 haben wir, 3,58 € soll es bringen. Dann Ping An Insurance, 25 Euro, chinesischer Titel, 2,24 gekauft, 37,5 haben wir jetzt, 58 Cent soll es bringen. Dann kam Tencent, 25 Euro, 0,361 Anteile, 6,5 haben wir jetzt, 5 Cent soll das bringen. Tomra System, 25 Euro, 0,6 Anteile, 3,95 haben wir jetzt, 32 Cent soll es bringen. Und das letzte von der Consorsbank war die Vonovia, 25 Euro, 0,43 Anteile, 2,995 haben wir jetzt, 69 Cent soll das bringen. So, dann nochmal die zwei Käufe von Trading212 und für alle, die es nicht wissen, Trading212 ist ein UK-Broker, Bulgarien, UK, yada, yada, yada. Schaut euch das Video oben rechts an, dann werdet ihr es sehen. Aber wenn ihr einen Account öffnen möchtet, findet ihr den Link unten. Da gibt es eine kostenlose Aktie für euch bis 100 Euro wert. Das haben viele von euch mittlerweile gemacht. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. So supportet ihr den Channel auch ein bisschen. Und was das Coole ist, ihr kriegt auch was dafür. Und das finde ich mega geil. Ja? Und von diesem Geld, was da reinkommt, oder von den Aktien, die ich bekomme, die meisten verkaufe ich, weil sie mir nicht gefallen oder nicht mein Ding sind, habe ich gekauft einmal NIO für 25,73 Euro, 0,482 Anteile, 5,633 haben wir jetzt, wieder ein Wachstumswert, NIO elektrischer oder E-Auto-Hersteller aus China, und dann Main Street Capital für 42,90 Euro, dann haben wir 1,638 Anteile gekauft, jetzt haben wir 2,466, soll bringen 3,24 €. Summa summarum, in dieser Kalenderwoche haben wir 343,63 Euro investiert, 4,07 € Gebühren. Dadurch, dass wir bei Trading212 keine Gebühren haben, das ist das Geile auch, ja, haben wir die Gebühren von hier ein bisschen runtergebrochen von 1,5% auf 1,18%. Ja, und bringen soll das Ganze 12,08 € Dividende brutto, beziehungsweise 3,51%. So, wir springen zu Portfolio Performance und dann sehen wir uns das Ganze mal an. Es hat sich nicht viel getan. Shell immer noch in erster Position, Gazprom, Allianz, Tanger ist ein bisschen gestiegen wieder. By the way, falls ihr es nicht gesehen habt, oben rechts verlinke ich es auch für euch. Tanger hat die Dividende wieder angekündigt. Ab dem 12. Februar 2021 wird es wieder Dividenden geben. 0,1775 $ pro Anteil, beziehungsweise knapp 14 Cent in deutschen Euro oder in Euro. Was auf jeden Fall gut ist für alle, die Tanger wegen der Dividende gekauft haben damals. So, ansonsten, was sehen wir hier? Irgendwas von denen? Ne, die sind alle, also alles, was so an Sparplänen gelaufen ist, ist alles hier auf der Seite irgendwo. Ne? Aber es wächst, es wächst, es wächst. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, wir gehen uns die Branchen anschauen. Und meiner Meinung nach ist die Diversifikation wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ein bisschen mehr in Tech jetzt mittlerweile, 17,81%. Konsum sind wir bei 22,85%. Rohstoffe bei 15,77 und Finanzsektor bei 11,25. Ansonsten, IT wird immer größer, ja, dadurch, dass wir hier haben, wo haben wir, Tencent, Amazon Alphabet werden im Moment nicht bespart. Muss ich mal schauen, wann das wieder aufgenommen wird. Auf jeden Fall nicht bei der Comdirect, wenn, dann bei der Consorsbank. Oder du kannst auch einfach mal Emotionen zeigen, wenn die Comdirect nur
für 24,96 € deine Sparpläne ausgeführt hat. Viele Grüße an der Worauf willst du Stelle. hinaus? Viele Grüße an der Stelle an die Person, die weiß, wer gemeint ist. Wie gesagt, die soll auch mal Videos rausbringen dazu. Achso, ja, fände ich auch richtig Schön mit lustig. so Feuer im Hintergrund und sowas. Irgendwie Death Metal, irgendwie so. Das wär richtig lustig. JD.com haben wir hier, Facebook und Baidu, die werden alle bespart im Monat. Das heißt, eigentlich gehen mindestens 100 € ja, 100 € in die IT-Sektor jeden Monat, was sehr gut ist. Und hier haben wir noch Next Era, das ist über Trading 212, das ist je nachdem, wie Geld reinkommt. Und hier haben wir die Vonovia, da wächst Vonovia und Omega Healthcare. Tanger bleibt so real. Robert hat geschrieben, hallo Tenga, zahlt wieder Dividende. Das hat einen Patrick vor allem gefreut. Ja. Hast du Den Tenga? Patrick haben wir immer dafür. Ich, ne. Bleibt so, Realty Income ist bei DEGIRO, da auch erst wieder, wenn ein bisschen Geld da ist. So, Regionen. Aufteilung haben wir Europa 26,4% und hier haben wir so ungefähr Drittel, Drittel, Drittel in Deutschland, UK und Niederlande, ein bisschen Norwegen und Dänemark dabei. Und in Asien haben wir natürlich die großen Russland mit 8,09 und China mit 8,62 mittlerweile, weil wir halt die große Alibaba-Position haben, auch die über Trading 212. Es wird noch ein separates Video geben zu Trading 212, zu dem Depot dort, denn es läuft wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und mir gefällt wirklich einfach, wie man das Ganze handhabt, wie das visualisiert ist. Und der Vorteil meiner Meinung nach zu Trade Republic ist, wir haben auch eine Desktop-Variante. Also nicht nur eine App, sondern auch eine Desktop-Variante. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, der Rest ist dann Nordamerika mit 56,68%. Mittlerweile schon unter 60%. Das war teilweise schon irgendwie bei 70 oder 65 gewesen. Wir sind schon bei 56, was auch gut ist, dass wir nicht zu viel in den USA haben. Und Anlagekategorien haben wir jetzt hier. Das nehme ich mal raus, ohne Klassifizierung. Ne, das ist so richtig. Das aktualisiert die Kurse. Na, na, na. Techno. Okay, also Rohstoffe 19,3%, in physisch. Krypto haben wir 1,11%, ETFs haben wir 3,5%. Ja, Krypto ist ein bisschen falsch. Ich habe noch ein paar Werte, die ich nachkorrigieren muss. Ist, glaube ich, bei 0,5 oder so. Also ich muss noch ein paar Sachen rauskorrigieren. Sorry dafür. ETF 3,5 und Aktien 76,09, weil wir die Rohstoffe drin haben. Ich muss mal gucken, wie ich die wegbekomme, weil es interessiert eigentlich keinen hier wirklich. Wachstumswerte 9,82%. So, das war's eigentlich schon gewesen, muss ich sagen. Bestände. Ja, es fächert sich langsam immer mehr auf. Ich finde das wirklich sehr gut. Die Titel, man sieht, die sehen aus wie kleine Positionen, aber wenn man sich anschaut, dann sind das 300 €, 400 €, 460 €, 500 €. Also so langsam sind die kleinen Positionen auch immer größer. Und ihr wisst ja, ich habe ja gesagt im letzten Video auch, oder letzten Einkommen kaufen Video, ich habe eine neue Strategie. Keine Angst, was einfach angeht, die Werte, die zum Beispiel hier schon groß sind, wie zum Beispiel die demnächst die 1000 € erreichen werden, das wird 3M sein, das wird, oder 3M hat es schon erreicht. Unilever ist da, Microsoft und Visa, das sind die nächsten beiden. Die werden jetzt nur noch quartalsweise bespart. Ich weiß, Gießkannenprinzip oder bringt ja gar nichts, 100 € im Jahr oder so. Ich möchte das ungefähr so haben und deswegen werden wir es so machen. Jeder macht es ja, wie er möchte. Aber ich glaube, damit werde ich ganz gut fahren und die anderen werden dann ein bisschen schneller nachziehen werden, nachziehen können. So. Also, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.